Einen wunderschönen. Da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Und wir wollen diesmal Schimpastisch wollen wir an oder Schimpati wollen wir anspielen. Ich habe schon auf der App dran. Achso, Moment, ich muss den Controller jetzt wieder einschalten. So, haben wir. Ist ein bisschen zu dunkel hier. Ja, das wollen wir auch gleich nehmen. So, der bin ich. Meine Frau möchte nicht mitspielen, also müssen wir erstmal alleine spielen. Solo-Herausforderung. Okay, wir wollen nicht, dass der Orang-Utan uns fängt. Sieh auf dem Bildschirm, mache ich. Vielleicht kriege ich meine Frau dazu, da ist dabei Wissen ist Macht, die Karten mitmacht. Das werde ich gleich als nächstes nämlich aufnehmen. Okay, lass uns was spielen. Tippe auf die Taste, um zu springen. Tippe in der Luft, um erneut zu springen. Ändere die Richtung in den... In Ananaskönig musst du die Ananas halten, um zu punkten. Wenn ein anderer Spieler die Ananas hat, dann berühre ihn, um sie ihm zu klauen. Kann ich irgendwie auch anders machen? Habe ich verloren. Du kannst echt nur springen die ganze Zeit. Und den kannst du nicht. Kannst du nicht sagen, der soll nach links oder nach rechts oder was weiß ich. Na, ich jetzt verkackt. Oh. Der Orang-Utan kommt. Ja, bin ich. Musst du am meisten Farbe verschwenden.
überschütten, um zu gewinnen. Okay. Mit Eimern und Ballons machst du eine noch größere Sauerei. Ach du Scheiße. Verschütte am meisten Farbe, um zu gewinnen. Ich weiß ja nicht, was ich hier mache. Oh, der hat 50. Aber ich bin wenigstens nicht auf dem letzten Platz. Bereit fürs Spiel? In Laufbahnterror musst du über Hindernisse hinwegspringen. Sammle Bananen, um zu punkten. Sammle Bananen, um zu punkten. Upsi. Oh, das sah am Anfang so gut aus. Aber ich habe trotzdem neu gewonnen, oder was? Oh, eine Trophäe. Purer Nervenkitzel. Das zeigt 7 von 10 Punkten, sagt mir hier mein Score auf dem Handy an. Bereit fürs Spiel? Na klar. Halte die Taste zum Greifen und Schwingen. Lass sie los, um dich zu katapultieren. Ach du Scheiße. In der Luft, um zu pupsen. Schießen und zu punkten. Ich bin alleine. Teams. Fertig. Befördere den Ball ins gegnerische Tor. Scheiße, bei uns.
Tor für uns, okay. Na, ah, Tor für die. Ah, Scheiße! Bleib lieber hier. Komm, komm, Orangener, komm, mach. Nein! Ich habe mir Geschenk gekriegt. Schuhe. Ich habe auch andere Schuhe noch freischalten hier. Nehmen wir mal das. Na, warte gleich. Tipp die Taste, um dich zu katapultieren. Tippe in der Luft, um nach unten zu stampfen. Okay. Oh, das wird wieder eins mit... Seite aufkommt, punktest du. Wenn der Ball auf der gegnerischen Seite aufkommt, punktest du. Na ah, komm, Mist. Ich bleib jetzt einfach mal hier stehen, dann kann er nicht aufkommen. Ja. Shit. Trotzdem gewonnen. Yes. 4 Punkte. Also dann kann ich 4 Felder vor, okay. Also wenn ich jetzt bei einem Spiel richtig viel Sterne mache, dann, jo, dann komme ich richtig weit nach vorne. Es steht noch nicht da. Ah, jetzt. Oh, nicht schon wieder. Das hatten wir doch schon. Da finde ich die Steuerung scheiße. Mann.
Mist. Na, ich bin wenigstens ein bisschen was besser. Ich bin Vorletzter. Also immer 4 Felder für den Rundensieger. Für mich hat es jetzt ein bisschen was weniger, logischerweise. Na, 2 zusätzlich. Eine Gorilla kommt mir immer näher. Bereit fürs Spiel? Wo ist denn das Sofa eigentlich? Kann mir das mal einer mal... Im Affensport musst du mit deinem Teamkollegen zusammenarbeiten, um im gegnerischen Tor zu punkten. Ach so, das ist wieder so, okay. Ich will lieber mit dem Orangenen, der hat's mehr drauf. Befördere den Ball ins gegnerische Tor. Cool. Boah, das ist scheiße. Das versage ich doch. Rundensieger. So beschiss. Noch, boah, warum nicht? Oh, das sieht verdammt danach aus, genau. Da habe ich vorhin oh gut abgeschnitten, das schaffe ich doch diesmal nochmal, oder? Ah, ich habe gewonnen. Damit komme ich jetzt 4 Felder vor. Rundensieger. So. Kommen wir doch dem Sofa schon mal verdammt nah. Und weit weg vom Orang-Utan. Mir fehlen noch 3 Punkte, dann kriege ich eine neue Überraschung. Ach ja, kennen wir schon. Habe ich vorhin versagt, werde ich wieder versagen.
Ja, jetzt habe ich gerade gemopst. Und wieder, genau. Komm nochmal. Yes. Ah, scheiße. Knapp. Das war knapp. Auf dem Farbspiel, okay. Das war aber jetzt wirklich knapp. Nur weil ich in der letzten Zeit noch dann ein paar Ballons erwischt habe. Oh, ich habe ein Geschenk. Was haben wir denn da Schönes? In Basecap. Dann setzen wir ihm noch mal ein Basecap auf. Halt die Taste, um Schwung zu holen. Lass ihn los, um dich zu katapultieren. Tippe in der Luft, um zu pupsen. In Fliegender Affe musst du Bananen sammeln und so weit wie möglich fliegen, um zu punkten. Pupse in der Luft, um zusätzlichen Schub zu erhalten. Mhm, das ist neu. Da werde ich auch garantiert verkacken. Fertig, los! Ups. Sammle Bananen und fliege am weitesten. Oh, der ist weiter als ich. Die Sau. Man müsste aber wenigstens drei Bananen geben. Ah, Scheiße! Da habe ich jetzt verkackt. Der Lilane darf jetzt nicht so viel haben, ey. Ja. Ach, der war weiter vorne. Da ich ja doch noch gewonnen. Rundensieger! Und sind da noch was über. Schau auf den TV-Bildschirm. Mach ich. Silber. Coole Sache. So. Was haben wir denn da noch? Solo-Herausforderung, Zufallsmodus, eigenes Spiel. Ah, bei eigenes Spiel kannst du wieder ein eigenes machen. Aber ich würde sagen, so,
kurz zum Rind schauen reicht das. Wie gesagt, ohne Kamera, ohne Schneiden, ohne irgendwas. Ich lade rein das Gameplay-Material hoch, dass ihr sehen könnt, wie in Wirklichkeit aussieht und nicht, dass da irgendwie Farbe verblasst oder irgendwas dergleichen. Ja, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich nehme gleich noch Wissen ist Macht Dekaden auf. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wert, Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Wenn ihr Fragen habt, einfach in die Kommentare posten. Achso, ich muss ja noch sagen, wie ich fand. Ich fand's cool, bloß die Steuerung fand ich teilweise scheiße. Also das hat mich dann teilweise echt überfordert. Wissen ist Macht Dekadent. Dekaden wird da bestimmt ein bisschen was einfacher, hoffe ich doch. Da kommen nur Fragen und so. Also hier haben sie sich wirklich mit der Steuerung, bei den anderen Spielen war es ja schon immer so, dass man die Steuerung so ein bisschen, aber mit dem rechtzeitig drücken und so und dann den Ball ins Tor machen. Ich denke mal, das haben sie auch mit Absicht gemacht, dass sie, wenn man eine Party hat, dass er da wirklich lustig zugeht und oh, da wollte ich doch gar nicht hin und dass man die anderen auslacht und dann lachen die zurück und ja, also von mir aus auf jeden Fall. Geiles Spiel. Also ich liebe ja diese Playlink-Spiele. Vielleicht mache ich nochmal Ende des Jahres ein separates Video zu den Playlink-Spielen. Und ja, dann bin ich jetzt hier raus. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin.